Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier nochmal kurz beim Wiegen in der Zius Bar am Ballindamm an der schönen Binnenalster. Ich fühle mich super. Ich freue mich morgen auf den Kampf. Ja, das war ein kurzes Statement. Hier beim Warmmachen, wir werden gleich sehen, dass sie extrem locker war vorher. Zu Scherzen aufgelegt. Das macht die Erfahrung aus weit über 60 Kämpfen. Wir freuen uns sehr, dass wir die beiden Mädels dafür gewinnen konnten. Das sind wirklich zwei Profis hier jetzt in der Vorstellung. Margot Charter Dümüz gegen Miriam Uslu. Margot Charter hat ganz zeitig diesen Kampf zugesagt, ist eine sehr erfahrene Kämpferin, wie Sie eben in der Vorstellung gesehen haben. Miriam Uslu sowieso sehr bekannt hier in Hamburg, eine sehr große Fangemeinde. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die erste Runde an, was die beiden sich so vorgenommen haben. Auch in diesem Kampf, wie bereits im Titelkampf, sieht man, es geht sofort zur Sache. 3x3 Minuten, da ist nicht lange Zeit. Und die beiden Sportlerinnen, durchaus austrainiert, schenken sich gleich gar nichts. Wenn Sie sich fragen, warum Sie immer die gleichen Frisuren haben, die Damen, die kämpfen, das ist einfach die einzige Möglichkeit, die Haare wirklich zu bändigen, damit der Ringrichter nicht viel Arbeit hat, das aus den Augen zu wischen oder die Coaches. Anders ist es nicht möglich und das sieht nicht bei jedem gut aus, aber die beiden hier können es tragen. Ja, da sind schon wirklich harte Treffer dabei. Da geht es von Anfang an gleich voll drauf. Oha. Schwerer Haken von Margot Charter. Ja, Polen eine lange Tradition im Kickboxen, auch im Boxen natürlich schon viele, viele Jahre mit am Start. Natürlich eine Technik, die nicht erlaubt ist, die Gegner runterzuziehen. Gleich vom erfahrenen Ringrichter gestoppt. Auch in diesem Kampf, wie in allen Kämpfen, der Ringrichter aus Holland, Joop Ubeda. Ah, viele Anweisungen von den Coaches, sich erstmal darauf einzustellen. Oh, wieder reingelaufen in die Hand. Gute Kicks der Polen. Da, noch nicht ganz locker. Hey. Aber ein Treffer. Nicht voll getroffen, aber auch drin. Ja, die beiden Mädels gehen sehr respektvoll miteinander um vor dem Wettkampf. Auch danach war alles super, aber man sieht hier, hier wird nichts geschenkt. Die wollen beide ganz klar hier zeigen, was hier los ist. Es wird auch zum Ausdruck gebracht, dass immer, wenn schon ein Break kam, immer noch ein, zwei Kleinigkeiten hinterhergeschoben werden. Das ist nicht unsauber, aber es wird schon versucht, mit allen Mitteln zu arbeiten. Ja, leichte Vorteile für die blaue Ecke, aber auch wirklich nur leichte. Musste auch starke Treffer einstecken. Hier nicht ganz mit der Kniespitze getroffen, wie man in der Super Slow-Mo sieht. Andere Seite können wir nicht genau erkennen. Auch noch ein kleiner aufs Ohr. Der kam besser rein. Low Kick abgefangen. Oben nicht ganz getroffen. Hier, ja, wenn der härter trifft, kann es auch mal schmerzen. Starkes Knie auf den Hüftbeuger. Ja, wenn der trifft, wackelt es auch ein bisschen. Noch ins Leere, Abstand fehlt noch ein bisschen. Die Trainer waren sehr aktiv in der Pause. Das werden wir jetzt auch gleich sehen, dass da die kleinen Schwächen der Gegnerin ausgenutzt werden, die aber wirklich nur klein sind, denn
Beide, wie gesagt, sehr erfahren. Mit fast 70 Kämpfen. Ja, Miriam im Vorwärtsgang muss sich aber immer wieder kleine Konter einfangen von Margot Charter, die immer sehr große Kombinationen schlägt. Für mein Befinden die Deckung am Kopf mit den Handrücken zum Kopf nicht das Schlauste, was sie machen kann, weil dann doch die Deckung dann nicht gut halten kann, wenn das durchkommt. Gutes Knie von Miriam. Wieder. Ah, der Ringrichter lässt gut laufen, weil das klare Runterziehen mit dem Knie nicht erlaubt ist. Auch das längere Halten. Eine Aktion, dann sollte das abgeschlossen sein beim K1. Ah, die Polin wird auch stärker. Braucht mehr Selbstbewusstsein. Jetzt mal eine ordentliche Serie, wobei das meiste auf die Deckung geht. Ja, ist alles drin. Also da kann man nicht vom klassischen, jetzt werde ich mal böse, Frauenkampf sprechen, sondern da geht es richtig zur Sache. Das haben wir uns genauso gewünscht vorher und haben es auch erwartet, weil wir beide natürlich vorher gesehen haben. Miriam kennen wir natürlich bestens hier in Hamburg. Und sind sehr froh, dass wir sie relativ kurzfristig noch gewinnen konnten und auch gleich eine Gegnerin dazu. Das ist nämlich nicht so einfach in der Gewichtsklasse und besonders in der Güteklasse. Ja, der Ring hier in Hamburg relativ groß, gibt deutlich kleinere. Da ist immer so das Maß von 5,5 Metern bis 7. Einmal die Ringseite längs, also 7 mal 7 Meter, dieser hat das deutlich. Man kann trotzdem, wie man sieht, bei den beiden, da wird der Weg abgeschnitten häufig, die machen das schon ganz schlau. Viel mit Weglaufen ist nicht. Das heißt, da wird die ganze Zeit... Da wird die ganze Zeit geschlagen. Ende der zweiten Runde. Hier nochmal einige Impressionen. Ja, der Treffer, der schmeckte der Polin schon nicht mehr so gut. Dieser hier zum Kopf wäre auch fast durchgekommen. Sah von hier aus sogar so aus, als ob er richtig durchgekommen ist. Wenn er das wäre, wäre sie umgefallen. Aber das, da das nicht passiert ist. Ja, man sieht hier in der Zeitlupe deutlich, wie viel Wumms da auch hinter ist. Da bewegt sich trotz dieser austrainierten Körper dann schon doch einiges. Wobei das bei einem untrainierten Körper ganz fürchterlich aussehen würde. Das sieht dann aus, als ob man so einen Pfannkuchen gegen die Wand wirft. Das ist bei den Mädels hier nicht so. Die trainieren nämlich wirklich richtig viel dafür. Sonst könnten sie auch diese Schläge, die sie dann teilweise bekommen, oder Kicks auf die Oberschenkel gar nicht aushalten. Dritte Runde. Für mich zu dem Zeitpunkt... Relativ ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Blau. Wobei man sieht, immer hohe Kombinationsanzahl und auch alles relativ fest aus der polnischen Seite. Sehr geschlossen die Polin, dadurch aber auch ein bisschen eingeschränkt in dem, was sie tun kann. Da wirkt jetzt auch Miriam etwas entschlossener mit den Knien. Ja, zwei. Der Referee dazwischen.
der Versuch im Drehschlag funktioniert nicht mehr. Übersicht verliert sie gerade ein bisschen. Oh, ein starkes Knie zum Kopf. Hier in der Zeitlupe, ich darf es vorwegnehmen, das war das Ende. Leider, wie im ersten Kampf, der Schiedsrichter läuft jetzt genau, wo das Knie kommt, dahin, wo er nicht hingehen sollte. Es gab eine Slow-Motion-Kamera, ganz toll gemacht, aber wir kriegen es nochmal von der Seite. Kann es nochmal ein bisschen besser sehen. Fumps, genauer Treffer, also wir waren direkt dabei. Sie wusste dann auch ganz kurz nicht, in welcher Stadt sie ist und wie alt sie selbst ist. Und deswegen wurde das Ding auch abgebrochen. Jetzt ging es ihr schon wieder deutlich besser. War auch alles in Ordnung, wurde vom Arzt gecheckt. Ein super Kampf. Haben wir sehr viel Spaß gehabt mit der klaren Siegerin Miriam Uslu hier aus Hamburg. Ja, da sieht man, die Nase ist auch etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, das ist der nächste Kampf, den wir in Kürze hier veröffentlichen werden. Nämlich David Novak gegen Tarek Beysch hier aus Hamburg von den Taholics. Novak extra aus Lodz angereist. Hier beim Wiegen. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös bin. Also ein bisschen bin ich schon nervös. Und das muss aber auch sein, dann ist man wach. Ja, einfach Siegeswillen haben, da reingehen, sein Ding machen. Und das war's. Ja, wir freuen uns dann auf den Beitrag in den nächsten Tagen.